Bei verheerenden Überschwemmungen im US-Bundesstaat Kentucky sind mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. Zuvor war der Bundesstaat im Osten der USA von heftigen Regenfällen getroffen worden. In manchen Gegenden fielen binnen 24 Stunden rund 20 cm Regen. Straßen verwandelten sich in Flüsse, zahlreiche Häuser wurden von den Fluten überschwemmt. Menschen retteten sich auf ihre Dächer oder sogar auf Bäume. Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, sprach von einer sehr ernsten Lage. Let me start by mentioning that the challenges of the flooding. Lassen Sie mich zunächst erwähnen, dass die Überschwemmungen im östlichen Kentucky weiterhin ein Problem darstellen, angefangen bei den zunehmenden Stromausfällen bis hin zu den ersten bestätigten Todesfällen. Mit einem Wort, dieses Ereignis ist verheerend und ich glaube, dass es am Ende eine der tödlichsten Überschwemmungen sein wird, die wir in Kentucky seit sehr langer Zeit hatten. Beshear warnte, die Zahl von bislang 8 Todesopfern werde voraussichtlich weiter steigen. Er erwarte eine zweistellige Zahl von Toten. Mehrere Menschen wurden noch vermisst. Durch die Überschwemmungen waren rund 23.000 Haushalte ohne Strom. Für ein halbes Dutzend Landkreise wurde der Notstand ausgerufen. Die Nationalgarde und die Staatspolizei waren im Einsatz, um mit Hubschraubern und Booten Menschen zu retten, die in den Fluten festsaßen.